But if you close your eyes. Ja, die machen das immer zu gewinnen. Sonnies! Wir werden aber nicht gewinnen. Da ist no, meine Kollegin! Die haben schon mindestens. Die blutet aus allen Öffnungen! Hallo? Den im Fahrzeug. Ja, meine Kollegin, die blutet aus allen Öffnungen. Sie mal bei mir. Sie müssen ja helfen. Sie mal bei mir. Lenken Sie sich hin, ich. Ihr Bein an. Aber ja, meine Kollegin. Klatter durch Schuss. Ja, das macht ja meine Kollegin. Wollen wir was überfallen? Eventuell. Klatter durch Schuss. Das tut aber gar nicht weh. Ja. Aber trotzdem ist es ein Durchschuss. Also, gucken Sie es doch mal an. Der komplette Kniegel gesplittert. Ich guck lieber nicht hin, das sieht so blutig aus. Ja. Ich weiß nicht, ich habe einfach nur Gas gegeben und auf einmal sehe ich die Kugeln einschlagen und auf einmal gucke ich nach rechts und hallo. Meine Kollegin blutet aus allen Öffnungen. Hallo. Ja, es soll ja auch nicht zu schnell fahren. Das war ja nicht, wir wurden verfolgt und beschossen und was auch immer. Einen wunderschönen guten Tag, Feuerwehr Altes. So. Mein Name. Einen wunderschönen guten Tag. Bin ich froh von einer Frau. Hätten die so fröhlich sein. Ja. Sein. Ja. Oh mein Gott. Mal. Sie sind mir eine. Darf ich sie auch anfassen? Ja, das freut mich, dass sie freut, aber wie geht's Ihnen? Mir geht es nicht sehr gut, weil der Herr rechts mich betatschen will. Er berührt mich. Sehen Sie das? Berühren? Ja, ich sehe der es. Herr hier, der aber ich meine, Stimme kommt mir verdammt bekannt vor. Wirklich? Ich weiß gar nicht, wieso. Ich kenne Sie nicht. Aber wer sind Sie denn? Wollen Sie sich mal erst mal vorstellen? Nein. Stellen Sie sich erstmal vor. Ich will was testen, ob das auch so wie bei der Person, wo ich es mir vorstelle. Halt, stopp. Wollen Sie mir jetzt an Arsch passen? Das Touchen Sie hier Sie der gesagt. Anwärterin in den Schritt, aber nicht mir. Hallo, Sie fliegen hallo. Schließlich mit der. Die kenne ich hier den Knüppel in der Hand, nicht ich. Sie kenne ich, glaube ich, länger. Ich weiß gar nicht, wer Sie sind. Doch, lassen Sie mal die gute Lara in Ruhe. Ich bitte Sie. Also macht es gleich hier Peng mit Ihnen. Kann ich Ihnen jetzt noch irgendwie weiterhelfen? Ich gleich eine Zwangsjacke an und dann machen wir einen Hexen. Legen Sie Ihrem Kollegen eine Zwangsjacke an, bitte. Tun Sie das. Das wäre mir ein Gefallen. Würde ihm gefallen, gerne nachzugehen, aber ich glaube, das ist nicht so gut für mich. Wenigstens der Wille ist da. Das freut mich. Sie sind eine Gute und Sie schämen Sie sich. Ich bin John Wick. Haben Sie gehört, Sie sollen sich schämen? Ja. Okay. Dankeschön. Ich schäme mich. Mal eine Frage, was haben Sie denn für einen peinlichen Kollegen? Was habe ich? Hallo, ich für bin einen peinlichen da. Kollegen. Tja, echt. Also. Eigentlich ist es mein Vorgesetzter, also. Insofern möchte ich darüber nicht urteilen. Das ist alles nur so negativ für mich. Hallo, was soll denn das jetzt hier sein? Können Sie mal bitte aufhören, die Arme. Niemand hat was gesehen. Peterson zu. Nee. Pearson keiner zu hat was gesehen. Betacken? Keiner. Ich hab's gesehen. Ich hab's auch gespürt, der Herr. Immer diese Sparen. Keiner fast hier. Ich merk's schon. Meine Kollegin. Ja, dann hast du mitbekommen. Dieser nette Freundemann betatscht unsere Kollegin. Was wollen wir denn jetzt dagegen machen? Ich hätte doch ein paar Kabel benutzt. Ja, ich kann auch sie also, touchen. Ich bin für 7-6-2er Behandlung. Ja, ich hätte ja immer noch ein paar Kabelbinder. Und ein bisschen was zum Tauchen. Also ich wäre für, Moment. Oh. Jetzt ist er ausgerutscht. Haben Sie das gesehen, Frau Feuerwehrfrau? Haben Sie gesehen, wie Ihr Kollege einfach hinfällt? Der ist gestolpert. Ja, immer muss er stolpern. Hat er sich die Schuhe zugeschnürt. Jetzt würde ich sagen, sie rennen mal. Sonst wird die... Oh, da ist die Zwangsjacke. Oh, Hexentest! Nein, das ist meiner! Nein, der kann ihn rausziehen. Nein, kann auch nicht. Oder nicht? Nein, sehr gut. Es bleibt da gefesselt. Hä? Ah, stimmt. Er hat schon Schluss gemacht. Also, die Dame
Also. Nehmen Sie sich nur ein Beispiel. Ah, da rennt die mir ja hinterher. Warum sagt das hier keiner? Meiner Schwester. Meine Schwester ist die nächste Frage. Merken Sie sich diesen Namen? Die Frau gibt Kompetenz an sich. Hilfe! Ja, schon Wix, sie sollten sich, glaube ich, darüber im kleinsten Lustigkeit der Höchst reingeben von uns da, wenn ich kann mal ganz schnell meine ganzen Kollegen zusammentrollen. Ich noch nicht gerade da. Hilfe! Jetzt ist doch schon wieder gefallen. Gucken Sie sich das an. Gucken Sie mal, wie Ihr Kollege hingefallen ist. Ja, was soll ich da jetzt machen? Ihm helfen? Sollten nicht an den Schnürsenkel. Ich glaube, der kann nicht selber helfen. Also, ich glaube, ich muss jetzt ganz mal kurz meine Schuhe binden. Typisch, ja. Jan, Sie haben nicht die Bitte, was machst du da? Aufland, ne? Das ist klar, ja, typisch schwäbisch. Ne? Rewe. Immer das Billigste nehmen. Rewe. Ah, das sieht doch Rewe nicht. Mein, ich bitte sie. Alter! Ich entfessel dich. Ist ja Mobbing. Ha. Merk's auch schon. Ja, einer muss den kurz hochhelfen. Ich kann ihm nicht hochhelfen. Ich kann mir da nicht helfen. Achso, wer hat den? Warum können wir nicht hochhelfen? Danke dafür. Ich glaub, der... Haben Sie vielleicht einen Dietrich, dann könnte ich es aufknacken. Will jemand den anfahren oder sowas? Ich könnte hier einfach mal ein Auto daneben stellen, damit er einsteigen kann. Ich könnte ihn natürlich auch kurz anfahren. Gehen Sie mal rüber. Fahren mal schnell an. Das ist deine Spezialität. Ja, das reicht doch nicht. Und hier ist deswegen meine AKM verdient, der setzt. Ist nur anfahren, sind. Ah, fahren wir von der Seite, sodass er einsteigen kann. Okay. Ah, oder das kaputt fahren. Jetzt sollte es eigentlich auch stimmen. Nö. Das ist der Stelle. Der ist jetzt hier am Arsch. Was hast du da gemacht? Die Lady anfahren. Das merke ich mir. Freundchen. Ja, perfekt. Achso, ich hab natürlich. Arme Nasti. Arme Lara. Ja, so. Ich darf dich jetzt endlich behandeln. Nehmen Sie die Pfoten von ihr weg. Nehmen Sie die Pfoten von ihr. Ich muss sie behandeln. Sie dürfen mir gerne ein Medikit geben, wenn Sie noch eins über haben. Denn ich habe das Gefühl, dass mir nicht Medikits können Sie uns gerne geben. Medizinkit. Also mir. Schließlich musste ich jetzt hier eins benutzen, damit ich meine Blutung schnell stillen kann. Hier, bitteschön. Haben Sie vielleicht Dank. Auch noch eins für mich? Ich muss der armen Dame auch helfen. Kein großes. Ja, ja. Ja, mehr habe ich leider nicht. Wollen Sie mich hier verarschen? Haben Sie noch eins, mit Daddy? Ich nicht so groß. Dass ich mir naja, das ist klar, dass Ihr Rucksack nicht so groß sind. Ein Sanitätskit. Ist eher schon so eine kleine Botentasche, ne? Das wissen wir alle. Lara muss nicht nur die Blutung entstehen. Irgendwo muss ich ja sparen. Die Babys? Ja, du willst mir was sagen? Dankeschön. Ich mag aber die großen Dinger nicht. Die können Sie behalten. Wer ist schwanger? Dann tauschst du mit... Nicht. Der hat gerade die Vermutung gemacht, dass ich Jan, ich glaube, wir müssen dann mal wirklich mit James reden. Halt, stopp! Ich hab damit nichts zu tun. Du bist überhaupt Jan? Du weißt doch, was das heißt, dass man hier nichts mit Kolleginnen und Kolleginnen ganz anfängt. Ganz kurz. Lenz, wir waren gerade 10 Minuten im Hütle, beziehungsweise 20 Minuten allein im kleinen Lenz, Bärenhaus. Hast du da irgendwas gemacht? Nein. Also nur fürs Protokoll, ne? Jan, ich glaube, wir müssen mit James reden. Wir hatten gerade unser Spaß in der Hütte. Also, wenn du Kindergeld haben willst, das kriegst du von James! Nein, das ist immer noch ganz. Okay, ich würde reifen. Haben Sie Pflaster? Aber er ist gelb. Haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie keine Pflaster mehr haben? Haben die schön synchron.
Ja, aber ich bin auf 100% und also Jan, ich glaube, wir müssen wirklich mal mit James reden. Das kann nicht weitergehen. Amateur, habe ich gesagt. Nix auf 5. Minus 5 eher. Ja. 95 in Genetia. 5. Gar nicht so mit selbst nicht. Ja, ich bin angehend. Ich bin was Besseres. Ah, sie sind nichts Besseres als sie mit ihrer kleinen Botentasche. Ja, ich bin Unterbrandmeister. Ich bin Mister Hochrangig. Der ist Mister Hochrangig hier. Hunter. Ja, und mein Bruder da ist höher als aber sie. Aber nur ein Gänsefüßchen. Was sagen Sie jetzt? So, jetzt sollten Sie hier langsam Rückzug. Ja, der Herr. Nee. Überlegen Sie es jetzt nicht. Angesagt. Mein Kollege ist paar Ringe über ihn. Mein Bruder. Ja, er ist ganz schnell ein Wehrleitungsgespräch engagiert. Erst recht, wenn ich hier als Mädchen dann mal hingehe. Wissen Sie genau, wie das bei der Feuerwehr ist? Überlegen Sie sich das. Ich möchte wie das bestimmt bitte aussieht, Abstand, wenn mein Bruder als Ex-Ausbilder mal zur Wehrung geht und sagt, dass der Herr John Wick bestechlich ist. Ich glaube, der Mann wird dann nicht mehr lange dabei sein. Nein, bin ich nicht. Herr John Wick, warum haben Sie meine $5,000 angenommen? Ich habe keine 5000. Herr John ich Wick? Ich nehme nichts unter 50 haben Sie, Millionen. Warum haben jetzt, Sie meine 50 jetzt geht doch weg. Hilfe! Polizei, Hilfe! Warum befummeln Sie meine Kollegin? Sie wissen schon, dass das alles gegen Sie gewesen ist. Dafür haben wir Beweise. Wir haben für alles Beweise, Herr John Wick. Aber Sie müssen wissen, wenn Sie so ein Pöpelchen sehen, dann können Sie auch nicht widerstehen. Wir können Ihr Leben vernichten. Doch, können Sie überlegen Sie sich das, Herr John Wick. Ich sehe schon jetzt, die Schweißperlen runterlaufen an ihm. Herr John Wick. Ich fang gleich an zu weinen. Sie sind jetzt schon gefangen, Sie kommen hier nicht weg. Ich ruf gleich nach meiner Mami. Herr John Wick, bleiben Sie hier. Aha. Nein. Aha. Herr John Wick, wir haben ja auch Kollegin, überlegen Sie sich das. Die gehört gleich uns. Herr John Wick, nehmen Sie wollen nicht, dass die zwei Herren hier an das Mädel gehen. Dann sind sie verkorkst fürs Leben. Die gehört mir. Frau Huth, möchten Sie mal kurz mit uns in die netten unser Haus kommen? Nein, geh nicht. Wir haben da sehr viele Einhörner. Nein. Das sind zwei ganz sympathische junge. Was soll ich denn mit Einhörnern? Wir schenken Ihnen ein Einhorn. So ein schönes Einhornauto da. Ja. Wollen Sie sowas auch haben? Ich habe genügend Einhörner und die furzen sogar regelmäßig. Ja, aber haben Sie auch so ein schönes Einhornauto? Nee. Und wir haben ganz besondere Einhörner, die können fliegen. Der Herr John Wick hat einen ganz besonderen Edik, damit kann Funk, ich Ihren Einhorn durchstreichen. Ich bin kurz im Funk beschäftigt. Ja, war klar. Der arme Herr John Wick. Ja, der wird gemobbt. Jan Diesel, nehmen Sie die Drogen aus Ihrer Tasche. Das war die längste Zeit mit Einhorn gewesen. Das war's mit der längsten Zeit für Sie mit Einhörnern und Koks. Legen Sie Ihre Waffe auf dem Boden. Oder Sie werden erschossen. Von mir mit meinen Händen. Dankeschön für die Spende. Danke für die freiwillige Spende. Was ist eigentlich mit deinem Equip passiert, Lara? Hat das weiß ich auch nicht. Ich hätte doch. Ich weiß nicht, wo mein ganzer Scheiß hin ist. Dann ist Western alles, ja? Ja, der ganze Scheiß ist weg. Ich hatte auch nicht diesen hässlichen Anzug an. Das packt mich am meisten an. Glaube ich, ein Fehler. Alles klar. Nein, was wollen Sie damit sagen? Es ist nur spät abends. Vielleicht ist auch mal Schichtende zu versuchen. Ich glaube, ich bewege mich gerade auf dem dünnen Eis. Herr John Wick, danke für Ihre Kollegin und der netten Pause im Zwischenraum im Auto. Danke. Ja, aber Ihre Kollegin ist schon nackt. Ja, ich weiß, Wick, es muss so. Wollen Sie vielleicht, haben Sie das gesehen? Wollen Sie sie kurz ausleihen? Alter! Ja, ich nehme die Lara. Lara, komm mit ins Auto. Nein, hallo? Sie meinten ihre Feueranwärterin, die ist ihr. Ja, die ist nicht. Haben Sie etwa gerade versucht, meine Kollegin anzufassen? Nee. Wollen Sie jetzt etwa wieder sehen Sie? Mit ihrer. Dann nehmen Sie Ihre Feuerwehrkollegin. Reden. Moment. Herr John Wick, das kann so nicht weitergehen. Herr John Wick, es wird bald ein Gespräch mit der Führungsebene haben.
Ich werde eins haben. Warum fassen hier Kollegen und Kolleginnen an? Das reicht. Echt so. Und irgendwelche armen Zivilisten, die sich nicht wehren können. Sie haben mich ohne meine Zustimmung gekrapscht. Herr John Wick, warum bekrapschen Sie meine Kollegin? Das wollten Sie innerlich, das weiß ich. Sexuelle Belästigung, aha, da steht eigentlich ein Tod. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, ich merke es schon. Sehen Sie mal, die das Frau Hut ist jetzt schon auf Drogen. Paragraph 184a. Paragraph 184 Absatz CA, meinst du wohl? Nein, nicht. Tut mir leid, CA. Nix B. Es wird mir hier wieder zu viel mit euch. Ich mach mich auf den Weg. Schon. Ja. Verziehen Sie sich. Es wird mich heiß hier. Herr John Wick, überlegen Sie sich Ihre Schwester, das. Wenn sie in Dienst kommt, wird dies was hören. Herr John Wick, überlegen wenn Sie sich das. Wenn Sie morgen da sind, dann werden Sie selbst mit meiner Schwester reden. Okay, bis später. Ciao, Jungs und Mädels. Herr John Wick, überlegen Sie sich das. Das wird noch Ärger für Sie geben, Herr John Wick. Schönen Abend noch, Herr John Wick.